So. Okay. Jetzt dürfte man auch den guten Ansgar hören. Ja, ist dem so. So, man sieht nichts, man hört nichts, aber jetzt müsste es gehen. Ja. Ja, warten wir mal kurz, wenn auch jemand zuguckt. Ja, wir Ja, sehen wir sehen nichts. nichts. Ja. Das dauert jetzt, bis der Stream wieder anläuft. Vielleicht mal neu laden. Genau. Ja. Eieieiei. So, was ist das denn? Oh Gott, jetzt kommen hier Ja, komische also Sachen jetzt an. passt alles. Jetzt passt alles. Ja, passt alles. Ach du meine Güte. Ah! So! Ja, Ich höre mich so. auch nicht mehr doppelt, glaube ich. Zauberei. Einer aus. Ah, doch, nur noch ein Ja. bisschen, aber das geht. Gut, dann starten wir. Dann So. müssen wir jetzt. Dann fahren wir mal wohin auch Hoppala. immer. Vor die Wand gesetzt. So. Komm, dann hau mal rein hier. Wo fahren wir denn hin? Boah, bei mir regnet es gerade, das ist vielleicht eine Oh, Kacke. das Schöne Fahren ist. ohne Licht, Freunde, das ist auch gefährlich, ne? So. Hä, fahren ohne Licht? Wo ist denn dein Problem? Es ist doch tags hier, oder? Tja, trotzdem wurde mir das gerade. Ich guck mal gerade das Auftragsangebot an. Ja, mitten Lass uns auf der mal Richtung Straße. Rotterdam fahren, das Mitten ist immer lustig. auf der Straße. Ohne Warnblink oder zumindest Hä, ich irgendwie nach hab ich rechts. nicht Warnblinkanlage? Da ist nichts. Ich sehe nichts. Ach, da ist nichts, da ist nichts, da ist Das ist überhaupt gar Sauerei. nichts. Meine Güte, ich krieg hier eine Krätze, Wo echt. sollen wir denn hinfahren? Oh, Rotterdam ist gut. Rotterdam ist immer gut. Da gucke ich mal kurz, ob ich was. Leider habe ich Ne? da gar keine Lieferung hin, aber wenn wir nach Brüssel fahren würden, dann wäre das auf jeden Fall schon mal die richtige So. Richtung. Ich war mal so nett und habe einfach mal die Warnblinkanlage hinter dir eingestellt. Ne? Dass uns keiner hinten drauf fährt oder so. Das kann ja sein. So. Ich hätte. Nee, da fahre ich über Calais. Was rede ich denn da? Wie gesagt, Brüssel ist eigentlich ganz gut, die Richtung. Wenn du da was Brüssel. hast, dann nehmen wir das. Nee, Brüssel habe ich eben gerade nichts, aber ich guck mal, ob ich von. Nee, von Brüssel kann Achso, ich auch denn nicht. nach Liège, Nach was? Liège! Moment, Liège ist. Wo willst du denn hin? Lesch! Da. Liège, Liège, Luxemburg, Düsseldorf, Duisburg. Rotterdam! Oh, ist das bei mir zu laut? Dann mache ich kurz ein bisschen leise. Lieber, ich glaube, So. du bist ein bisschen übersteuert. So ein Tacken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ist ja Bin ich gut, denn echt, jetzt ne? besser? Ja, vielleicht noch ein Tacken irgendwie. Oder vielleicht bist du auch bei, Vielleicht hast du mich bei Dings, bei Teamspeak ein bisschen zu laut gemacht. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ja? Ja, Gut. war. Also, ich hätte in Liège was nach Rotterdam. Das nehme ich jetzt einfach an und dann fahre ich hinter dir her, wo auch immer du jetzt hinfährst. Dann fahren wir jetzt nach Liège. Dann fahren wir jetzt nach Liège, genau. So, dann. Dann hole ich kurz meine Ladung ab. Übrigens, hier, jetzt im Multiplayer wurde jetzt auch das so gemacht, dass man auch in der Stadt eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Also Ja? 60 darf man dann nur fahren. Also, das ist die maximale Geschwindigkeit. Ich dachte auch so, was ist denn jetzt los? Wieso kann man nicht mehr mit 100 durch die Stadt fahren oder 90, ne? Aber. Das ist ja blöd. Ja, es ist. Also, ich kann es ja auch irgendwie verstehen, weil. Nee, kann ich Sonst. überhaupt nicht verstehen. Für sowas Nö. habe ich gar kein Verständnis. So, dann halte ich mal kurz hier rechts ran. Und guck dir mal Kommt. beim. Ach komm, gucken wir uns das Spektakel mal an. Machen wir Motor aus, entspannen wir uns und gucken zu, wie der liebe Ansgar hier seinen Anhänger Ich muss sagen, aufnimmt. ich fahre wie ein Schwein. Das ist halt immer ein bisschen hier in dem Spiel so. Versteht sich nur in dem Nicht Spiel. nur im Spiel. So, ach, der Wie sind wir hier? Twitch-Bewertungskanal. Hallo, da ist er. Hallo. So. Können wir uns wieder die Bewertungen. Ja, gut, Ja, dass. das erste. Gut, dass der das erste nicht mitbekommen hat. Sonst hätten wir jetzt eine ganz schlimme Bewertung. Ja, also das erste, was jetzt zu bewerten ist, ist hier. Ja, der Rangierstil vom Ansgar. So. So, dann können wir Ach, starten. hier wird gerade jemand, der gute Xenoid fragt, ob wir ihn Wenn er in runterziehen. Paris ist? Nee, eben nicht, weil er Nee. wahrscheinlich bei Twitch ist. Ach, tatsächlich. User was moved to your channel. So. User was? Oh, moin. Guten Tag, Moin. guten Abend.
So, dann lass uns starten. Ja. So, nee, will ich gar nicht. Hilfe. Ja, das war echt ein sowas von chaotischer Start. Oh Gott, ich mache hier gerade was ganz Böses. Ich kann jetzt verstehen, wenn er mich hier richtig, Wollt ihr mich runterziehen oder bleibt ihr alleine, forever alone? Bei uns ist übrigens heute in der Stadt, wo ich wohne, ist heute Dorffest am 1. Mai. Ey, Dorffest! Und das ist richtig verkommen mittlerweile zu so einem Sauffest. Alle Jugendlichen sind da schon um 15 Uhr am Saufen. Das ist doch schon wieder feierlich, oder? Bei Sonne, ja gut, okay. Also ist ein Thema für sich. Ach, das ist alles... Ich war auch gestern in den Mai tanzen und das ging eigentlich. Ach, der Kotzer. Der Kotzer kommt uns entgegen. Der Kotzer, ja. Kotzer. Nee. Ja, so ein Saufgang, das ist nicht schön. So. Komm. Ja, was gibt's denn so für Themen von euch in den Kommentaren? So. Wenn ihr da irgendwelche Themen habt, was dann? Fragen, Anregungen, Aufregungen, keine Ahnung, was. Aufregung gibt's doch gar nicht. Egal. Ihr wisst, was wir meinen. So, jetzt muss ich mir... das ist wieder... So. Ich hatte Maifest bei der Feuerwehr. Ja, das ist doch auch schön. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht ganz so ein Saufgelager, oder? Ich weiß nicht. Doch, bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr gerade, ne? Jo. Oder? Genau. Ich weiß, ich kenne mich in den Kreisen nicht so aus. Moment, aber dazu muss man sagen, du wohnst ja in Bayern, ne? Genau. Und in Bayern ja sowieso. Ja, in Bayern ist eigentlich alles ein Sauffest. Bayern, da gibt's einfach... Erzähl doch mal deine Geschichte von Bayern. Was soll ich denn erzählen? Welche meinst du denn? Du warst doch mal in Bayern und... Ich bin immer mal wieder in Bayern, weil Bayern ein schönes Land ist. Also Land, ja, genau. Eigenständiges Land, ja, wohlgemerkt. Genau. Nein. Übrigens, wenn man bei uns in der Klasse über Bayern spricht, dann artet das immer in großes Gelächter aus. Und dann kommt immer von irgendwem... Freistaat Bayern. Ja, aber Bayern ist doch schön. Und schönes Bier. Also leckeres Bier. Genau, aufs Bier spielte ich vorhin an. Ach so, Bier, meinst du Du hast doch mal davon erzählt, wie viel da tatsächlich gesoffen wurde. Ja, nee, das ist kein Problem. Also so, ich meine, das fängt so beim Durchschnitt 3 Maß an oder so, ne? Und irgendwie einer aus dem Bekanntenkreis, der hatte mal 10 Maß über den Tag verteilt, ne? Man muss wirklich lobenswert sagen, über den Tag, ne? Aber das ist schon was, ne? Dann ist es ja nicht so schlimm. Das ist schon was. Also 10 Liter Bier ist dann, wenn es... Vor allem das Schlimme ist, auch wieder aus dem Bekanntenkreis, nein, es sind nicht nur Säufer in der Familie, das ist nicht so. Aber das sagen sie alle. Da hat halt eine Dame, noch relativ jung, ne? Hat sich mal 2 Maß reingekippt, ne? War auch kein Problem, aber das ist ja so süß und so irgendwie du merkst es erst nicht, ne? Und die ist dann rausgegangen und dann, sobald frische Luft im Spiel war, ne? Zack! Oh, da hinten ist einer fast umgekippt, der hat Glück gehabt. Ja, aber das ist auf jeden Fall dann mit dieser jungen Dame passiert. Einfach umgekippt. Naja. Zack. Aber ist einfach eine andere Bierkultur, ne? Das muss man akzeptieren, ne? So, wir müssen jetzt erstmal geradeaus, ne? Ich habe jetzt die Route gar nicht im Kopf. Aber ich muss wieder... Warum hupst du eigentlich? Vorfahrt? Obwohl, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich welche hatte, aber ich glaube schon. Du hattest, ne? Vorfahrt. Also, ja? Wir sind gerade auf der Vorfahrt. Ich habe kein Verkehrsschild gesehen. Ja, da am Anfang war irgendwo ein Vorfahrt. Aber das müsste jetzt wiederholt werden. Ja, das ist ja auf Landstraßen eigentlich immer, wobei in Frankreich weiß ich nicht. Frankreich, die haben wahrscheinlich noch so eigene Sachen irgendwie. Frankreich, die haben wahrscheinlich gar keinen Verkehr. Die Franzosenwitze. Wir können eigentlich den ganzen Abend mit Franzosenwitzen füllen. Aber ich glaube, so, hier hätten wir jetzt Vorfahrt achten, mein Lieber. Und du bist so durchgerusht. Guck mal, das siehst du doch gar nicht. Das ist doch... Da kommt doch keiner. Vorfahrt ist übrigens auch in dem Dings das Unwichtigste. Boah, zieht der da vorbei. Ich kann ja noch mal kurz... Zieht der da vorbei. Erläutern, auch in der Führerscheinprüfung habe ich einmal die Vorfahrt missachtet. Oh oh. Tudim, rechts von links. Ich darf noch nicht. Ich darf noch nicht lachen, aber bald. Bald darf ich vielleicht lachen. Ne? So, Florian, komm. Das wird auch mal ein ganz schlimmer Fahrer. Oh ja. Der macht dann immer die Drag Races. Ja, aber voll.
Aber mit dem Wagen, den ich dann fahre, mit der Oma-Automatik, das wird sowas von geil. Oma-Automatik? Ja, Oma-Automatik, das ist, du gibst Vollgas, ne? Wo bist du? Und nichts passiert. Hinter dir. Also wirklich, also der Motor heult auf wie blöd, ne? Es klingt sogar schon, du denkst so, ja, jetzt müsste er doch eigentlich ziehen, ne? Aber nee, der schaltet dann auch irgendwie einfach gar nicht in Gang höher, ne? Also du hast irgendwann. der rackert sich einen ab, der Motor, aber es bringt oh, nichts. Oh, ne? Bahn! Och. Komm mal rauf! Boah, jetzt muss ich stehen bleiben. Was ist das hier für eine Scheiße? Siehst du, das ist wie mit dem Porsche. Das ist wie mit dem Porsche-Fahrer, der kurz vor der roten Ampel überholt, ne? Denkst dir auch so, warum? Hey, du stehst doch mitten in den. Du bist durch die Schranken gefahren. Bei mir bist du durch die Schranken gefahren. Wie geht das denn? Zauberei! Ja, die Schranke-Dings ist nicht. Synchron. Ist nicht. Ja. Genau. Ich hab's schon gemerkt. Das ist wie mit den Ampeln, ne? Dann haben beide grün auf einmal. Das passiert ja auch im New Truck Simulator. Schön. So. Der Twitch-Bewertungskanal fragt, was wir für eine Internetleitung haben. Oder intern. Nee. Was ist eine interne Leitung? Wahrscheinlich Internet, aber. Ja, fehlt das T wahrscheinlich. Da ist aber einiges falsch, ne? Ja, jetzt müssen wir. Entschuldigung, wenn man sich Bewertungskanal nennt, dann darf man das auch mal kritisieren. Jetzt nicht böse gemeint. So. Internetleitung, schnell. Ansgar? Da kann ich nur schlucken und sagen. Langsam. 16.000er und hier gibt's auch nichts anderes. Und ich kann sagen 6.000er und hier gibt's auch nichts anderes. 6.000er? Oh, das ist natürlich okay. Jo. Ich dachte schon immer, mich hat's übel getroffen. Nee. So, müssen wir jetzt gleich hier hinten rechts? Also ja. Jetzt gleich. Ich habe hier schon den Dings an. Und holst sowas von weit aus, total überhaupt nicht auf der Abbiegerspur. Das ist das Schöne. Ich hab ein Verkehrsschild mitgenommen. Ja, dann auch noch, also. Ja, da bin ich mal echt ich gespannt. Ich wollte nicht bremsen. Weil, bremsen ist übrigens im Straßenverkehr auch eine Misstat. Ja. Es gilt nur an Ampeln bremsen. Ja. Stoppschild sowieso wird auch überbewertet, ne? Oder Stoppschild, aber nicht so im normalen Verkehr. Ja, wenn ihr den Verkehrsfluss beeinflusst, ne? Ja, aber ich bin mal gespannt, wie das wird. Motorrad, ne? Also es war ein Witz jetzt gerade. Der war so witzig. Ja, aber Motorrad also bin ich gespannt. Du wirst sehen, dass Bremsen mühsam ist. Wie, werde ich sehen? Sehe ich doch schon. Ja, da siehst du schon, stimmt. Nee, aber... Ich lache. Ach ja, schön. So. Ja, nee, jetzt. Maut. Maut? Wo? Schwelle. Was sind das hier eigentlich für Abzäunungen? Ist das für Wild? Panzersperren, das sind Panzersperren. Ja, so sah das aus. Und da dachte ich mir... Es leckt wie Hölle. Weiß ich nicht. Sagt der Twitch-Bewertungskanal. Ja, tut es das? Also Twitch gibt mir grünes Licht, also da müsste alles gehen. Ja, Twitch war bei mir vorher auch ziemlich unperformant. Oder Twitch ist sowieso mal, also manchmal. Deswegen will ich das Ganze nicht in 1080p machen, weil man kann es eben, wenn wir nicht Pro-User sind, da kann man das nicht runterstellen. Ne? Und das ist dann natürlich für manche blöd, die dann eben nicht so eine schnelle Internetleitung haben. Das ist ja echt blöd. Jetzt haben wir auch nur noch zwei. So, komm, ich lass dich mal vor, hier. Ich guck mir jetzt nochmal grad an, wie es bei mir aussieht. Wie wär's denn mit? Du rollst noch! Achso. Ja, ich weiß. So. Jetzt stehe ich hier blöd. Jetzt habe ich aber den Warnblinker an. Respekt. So. Aber vielleicht bist auch du gemeint, weil du leckst vor mir immer so ein bisschen hin und her und ich muss echt aufpassen, dass ich den nicht voll hinten reinsemmel. Ja? Ja, manchmal. Aber es geht, ne? Ja. So. 25 Meter sollen das sein. Nee, also Dings ist gut, der Stream ist gut. Okay. Ja, ich kann nichts ändern, ne? Ich habe den Video-Upload gestoppt. Boah, ich habe heute eine Masterleistung gemacht. Ich habe die primitivste Aufgabe gemacht, Videos freischalten und vorbereiten. Ja, muss ich auch noch machen, ne? Boah, das ist so